Hallöchen, ich spiele die Map Parkweg, wie ihr seht, und zwar auf Chips. Das unterscheidet sich in der Form von unplatzbar, indem man zum einen kein Geld generieren kann und zum anderen kosten die Tower nicht so viel wie bei unplatzbar. So, Entschuldigung, ich war gerade ein bisschen auf die Ding fixiert hier. Aber auch hier hat man nur dieses eine Leben. Und unplatzbar, wie gesagt, sind die Tower teurer. Dafür kann man dort halt Geld generieren. Ich weiß nur nicht, ob die Alchemisten da eine Auswahl. Habe ich ja schon immer mal drüber nachgedacht, das müsste ich eigentlich mal testen. Weil das Geld von den Alchemisten taucht nicht in diese Geldgenerierungsliste auf. So, jetzt habe ich natürlich ein bisschen Hölle gewartet mit dem Ganzen. Weil ich später sehr wahrscheinlich hier noch das Affendorf hinstellen möchte. Und dass das vielleicht noch problemlos drin landet. So, jetzt brauchen wir was gegen Blöderei. Und dann machen wir daraus die Hotshots. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen. Also bis Runde 30 haben wir uns erstmal gesichert. Weil bis dahin haben wir erstmal den einen Farmpunkt, das Sauder, Runde 24 abgesichert und auch halt jetzt auch das Blei in Runde 8. Noch mehr Strahlen. Nein. Noch geiler. Und jetzt können wir das Geld schön zusammenhalten. Ein bisschen zusammensparen. Damit wir den hier gleich mal auf die vierte Stufe hochziehen können, weil das hier können wir schon machen. Jetzt brauchen wir aber etwas über 3000 Gold, damit wir die Stufe 4 kriegen. Machen wir dann auch nochmal. Sieht aber erstmal ganz solide aus. Ist ja jetzt auch nicht die Welt. So, da haben wir auch schon die Bleirunde. Dass Blei so nicht ankommt.
klar, wenn ich ihn mittig im Teich gesetzt hätte, hätte er hier einen Kammer mitgenommen. Aber ich hoffe, das kann ich ja mit dem Affendorf später auch so ein bisschen kompensieren. Jetzt halt nochmal die 3000 Gramm sparen. Das dauert halt immer ein bisschen. Ich werde dann immer automatisch reisen. Es tut mir leid. Also ich höre dann immer auf zu klatschen, weil ich dann ganz gespannt beobachte, wie hier die Blumen zerplatzen. Und wie das so läuft. Und dann, wenn ich darüber nachdenke, aber erstmal sieht es so wieder aus. Also hier können wir nachher wunderbar durch. Eichnadelwerfer zwischen mir. Ich würde wahrscheinlich auch nochmal den Boomerang-Affen haben, oder? Machen wir erstmal den Reifnadelwerfer raus hier. Das gelungen wird dann nichts. Gucken wir mal. Ist halt auch super, dass auch dieser Map halt echt durchstößt ja auch. Und trifft natürlich auch die in der hinteren Reihe. Das ist natürlich auch super. Get ready! Moab! Passt doch noch. Tada! So, das wurde jetzt schon mal weggesaugt. Man das hier sieht, ob der das macht. Wie gesagt, es wird halt nachher nicht als Blei generieren aufgeführt. Aber trotzdem sind die Bums ja mehr wert eigentlich. Also, wenn man wenn die zerplatzen. Na, ich bin etwas weiß. Achso, warum ich ihn unter hier runterlasse, erstmal kriegt er diesen radioaktiven Zirkel hier. Und er klärt natürlich auch auf. Also das heißt, alles was hier reinkommt, was Tarnung ist, kann angegriffen werden. So, das macht es natürlich auch ein bisschen spannend. Aber trotzdem. Das machen wir auch gleich mal, damit die Angriffsgeschwindigkeit noch höher wird. Tarnung gekümmert. Der Radius ist auch mehr geworden. Wow, das sieht auch wunderbar in alle Richtungen. Also es ist schon ganz nett. Also in den letzten Maps habe ich gerne auf das Schiff gesetzt. Also der Freibeuter-Affe hat sich echt als Thank you.
mehr aufhalten. Sie sind alle noch im Radius drinnen. Affenkorb, damit werden sie alle von der Geschwindigkeit erhöht. Sie können sämtliche Sachen angreifen. Am überlegen, welchen Affen ich jetzt komplett hochziehe. Ob ich das mit dem hier mache nachher? Oder ob ich auf den hier spare? Das ist der hier günstiger und wird kurzzeitiger sein. Ich glaube, der letzte Typus kommt mit der 30.000 kostet letzte Stufe, glaube ich. Big, red and spicy! Ich bin jetzt mal gleich gespannt, wie er sich jetzt Runde 63 schlägt. Runde 63 ist auch nochmal eine kleine Runde. Vergessen, also auch wer es hier hört oder so weiter, ich habe auch 48 an, ich habe nur nicht so viel ab. Nicht, dass ich mich nicht noch mehr leisten könnte, aber ich brauche das aktuell. Ich habe nur das genommen, was da jetzt kein Affengeld gekostet hat. Also das, was jeder erreicht, ist dann problemlos. Und mehr habe ich davon auch nicht genommen. Schon 30.000, dann müssen wir, wenn wir den hochziehen wollen, über 40.000. Und wenn wir den hochziehen wollen, sind wir aber 30.000. Dann könnte ich uns beides überlegen, was wir da machen. Die sind auf jeden Fall beide es wert, es nicht abzulegen. Wer hier frisst nachher ein Fernbus in Moabs? Ich brauche natürlich auch etwas, was er nachher in Moabs macht. Aber andererseits brauche ich auch irgendwas, was ich in Kleinkram mache. Da wäre er natürlich auch.
platziert ist es echt optimal. Das gibt natürlich noch eine Attacke dazu. Die Attacke ist auch stark, also ziemlich nice. Und wenn wir jetzt upgraden, dann wird die Attacke, die wir hier bekommen, die wird dann Standardangriff. Und die Attacke selbst wird dann einfach nochmal stärker anders werden. Es lohnt sich auch, die einzusetzen, wenn man es auch anwendet. Ich sehe es ja als legitimes Mittel, aber nutze es eher selten, weil ich es auch in letzter Zeit einfach vergessen habe. So, wo ist meine Maus gerade? Mehr Zeit. Ein richtig schönes Zusammenarbeiten. Nichts ist bisher eine richtige Gefahr. Also ich mag den Bumerang ab. Aber dann wieder zum Zeit davon abgekommen. Ich versuche halt verschiedene Möglichkeiten auf jeden Fall mal. Bisher bin ich natürlich doch ab und zu mal sehr einseitig bevor. Vor allem um die Primärasten. Jetzt schaut euch mal an, wie viele ich da im Umkreis habe. Und da ist der Klebeaffe, der Bumerangaffe, der Eisenaffe und der Reichsnagelaffe. Also, da habe ich natürlich echt viele von den Standardkraften. Sobald man den auf dem Tisch hat, an dieser Stelle und in dieser Kombination, hält sich das echt ein paar Runden problemlos. Aber das hier ist auch nochmal eine relativ schwierige Runde. Also einige hatten in dieser Runde 87 auch echt Probleme gehabt. Aber auch das ging jetzt ziemlich gut auf dieser Stellung bei mir. Ich hoffe, dass es bei den anderen Sachen auch nicht geht. Ich versuche jetzt eigentlich nur, dass ich das nicht schreibe, gerade so. Vielleicht sieht es vielleicht auch noch das eine oder andere ein bisschen aus, aber andererseits, die Welle kommt ja meistens gerade erst hier an und wir sind dann natürlich wieder die ganze Stadt sauer. So,
muss ich nochmal gucken. Komm, zu entspannt. Also zu weit. Da kommen wir ja in 195 einfach noch raus. Steuert auch immer eine so eine Kugel durch die ganze Ballerei. Ich setze mich natürlich alle schon mit dran. Aber sie kommt gerade mal vielleicht hier von leicht rein, wenn wir die Sterne sind. Alles gut. Da ist meine Maus. Ja, das müsste noch ein bisschen angepasst werden. Ich sehe meinen Mauszeiger hier. Vielleicht sollte er leuchten oder so, oder hier grün oder sowas gemacht werden, dann würde ich das nicht mehr raus. Jetzt lassen wir den hier nochmal alles angreifen. Alle Tower in der Lage, alles anzugreifen. Was natürlich jetzt aufgehen können wird. Aber wir kommen durch diese Kurve nicht durch. Egal, wie man es hier verwendet. Na gut, jetzt ziehen wir natürlich doch noch ein bisschen Geld zusammen. Dann kann ich hier noch mal was machen. Vielleicht sollte ich einfach aus Sicherheit kommen. Also solide. Also man kann mit dieser Technik doch entspannt auf alles sparen, sobald der Boomerang AFE oben ist. Weil der nimmt doch alles ganz schön gut aufs Korn. Und wenn es doch eng geworden wäre, kann man hier auch problemlos seine Special-Attacke einsetzen, weil sie hat es auch in sich. Und wer vielleicht schon vorher ein bisschen Bammel hat, ich hab ihn ja noch nicht auf die vierte Stufe hochgezogen, kann es ja schon tun und seine Attacke einsetzen. Bloß ich brauchte die Attacke nicht, deswegen... Weil ich sie halt, wie gesagt, immer vergesse, sie einzusetzen. Ihr seht ja, da unten sind ja einige. Und ich nutze das einfach nicht, die Fähigkeiten. Naja, auf jeden Fall, ich hoffe, dass es euch gefallen hat und ihr vielleicht mit der Technik was anfangen könnt. In dieser Map finde ich das gar nicht so schwer, alles gut durchzukriegen und sie durchzuspielen, weil einfach, wenn man die Tower richtig setzt, dann kommen alle Balloons mindestens zweimal an den Tower vorbei. Und das hilft schon ungemein. Gut. Also... Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja mal ein Feedback geben. Ansonsten schaut wieder rein. Wenn ihr abonniert, kriegt ihr ja auch eure Erinnerung, beziehungsweise seht, dass da was Neues gekommen ist. Die Glocke erinnert euch auch. Also, naja, bis zum nächsten Mal.